Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei iPadBlog.de. Mein Name ist Raffi Schimanski und ich möchte euch heute etwas ganz Besonderes vorstellen. Ihr kennt es bereits schon und womöglich nutzt ihr es auch schon, aber vielen ist gar nicht klar, welches Potenzial und wie wichtig so etwas sein kann. Es geht um die Xing iPadBlog Fachforum Gruppe. Und wie die aussieht und was ich hier für euch vorbereitet habe, und wie es im Einzelnen funktioniert und was euch erwartet, das seht ihr jetzt gleich. iPadBlog.de – Notizen aus dem iPad-Alltag. Das iPadBlog Fachforum ist eine Art Business Lounge für den iPad-User in Deutschland und Europa. Was erwartet euch auf der Startseite? Nun, wir haben hier die letzten Beiträge vorbereitet. Wir reden aber nicht nur über das iPad, sondern wir reden natürlich auch schlussendlich über die Apple-Welt, was dort auf uns zukommen kann und schlussendlich, was in der Apple-Welt geschieht, das betrifft auch auf irgendeine Art und Weise unser iPad. Wir haben also unter den News die Möglichkeiten, hier nochmal reinzuschauen, was macht man eigentlich hier mit dem iPad. Dann sind hier diverse Beiträge, die man halt aufklappen kann, und hier sind Erfahrungsberichte, und hier frage ich natürlich, wie kann man einem iPad-Nutzer, der gar keine Verwendung fürs iPad hat, die Sache schmackhafter machen. Unter Kommentare kann man hier dementsprechend auch antworten. Wenn man jetzt hier diese News hat, ja, hier seht ihr nochmal, wer in diesen Themen halt diskutiert. Hier ist ein letzter Beitrag gewesen und ihr habt natürlich einen externen RSS-Feed. Das heißt, die letzten Beiträge von unserer Artikellandschaft auf iPadBlog.de, die seht ihr hier. Und wenn ihr natürlich direkt Interesse habt, aha, okay, hier seht ihr zum Beispiel über 15 Milliarden Apps aus dem App Store von Apple heruntergeladen, das glaube ich nicht, dann klickt einfach dahin. Automatisch wird dann der Browser geöffnet und ihr kommt auf den Artikel, die direkte Quelle, und könnt dann da von dort aus weiter browsen, so wie es euch passt, eure Informationen ziehen und ja, einfach durchgehen und schlussendlich auch bewerten oder kommentieren. Aber das dürftet ihr ja kennen halt aus unserem, na, aus unserem normalen Portal. Gehen wir aber jetzt wieder zurück zu unserer Gruppe, die sich hier befindet. Das Highlight oder das Wichtigste in der Gruppe, das sind unsere diversen Foren. Die findet ihr hier in dem Bereich. Ich klicke mal auf Foren drauf und dann seht ihr die einzelnen Bereiche so gesehen, in die ihr einsteigen könnt und wo ihr mitdiskutieren könnt und dann mit über 186 Leuten auch, ja, euch austauschen könnt. Und hier kommen die Foren im Einzelnen. Wir haben hier einmal die Vorstellungsrunde. Vorstellungsrunde ist insofern wichtig, um zu sagen, hey, wer ist eigentlich damit in dem Portal drin? Was machen die Personen? Wofür könnten die wichtig sein? Was können die mir bieten? Aber was kann ich auch wieder zurückgeben? Das ist nämlich genauso wichtig. Unter Apps dort diskutieren wir einfach Apps fürs Apple iPad, fürs iPhone. Hier seht ihr übrigens, wie viele Beiträge es bisher gibt, wie viele Themenbeiträge. Aktuell haben wir in Apps 21 und wir können ja mal reingehen, um da mal ein Beispiel zu haben, was passiert dort eigentlich, was kann man dort erwarten und wie kann man halt darauf eingehen. So, jetzt gehe ich einfach mal hier durch und sehe, aha, hier hat jemand, der Herr Holz zum Beispiel, Geschenke in der Vorweihnachtszeit, Clock for You etwas geschrieben, oder der David Linsen von Grand Centrix von der GmbH hat hier eine neue App vorgestellt. Das ist natürlich auch sehr interessant, zumal wenn es vor dem offiziellen Press Release ist, dann kann man schon sehen, was kommt auf uns iPad-Nutzer zu, wo kann ich weitere Informationen bekommen. Hier gibt es dann dementsprechend auch die Links, die uns hier der Nutzer mitgeteilt hat. Er hat auch gut beschrieben, um was es in der App geht, und dementsprechend gibt es dann hier auch Kommentare, Antworten, weitere Kommentare, wieder Antworten. Das ist hier natürlich jetzt ein gutes Beispiel. Gehen wir wieder zurück
auf unsere Foren. Natürlich ist das noch nicht alles. Wir haben auch ein paar Möglichkeiten, uns über das iPad iOS Betriebssystem zu unterhalten. Zubehör ist auch ein sehr, sehr bekanntes Forum, wo man halt rund um innovative und praktische Teile für das Apple iPad diskutieren kann. Sehr beliebt auch kaufen, verkaufen, tauschen und sogar mieten. Also ihr könnt tatsächlich iPads auch mieten und hier geben die Leute natürlich an, was sie gerade verkaufen wollen, ob es jetzt das schwarze Leder-Smartcover ist, ob es ein MacBook in weiß ist, die Time Capsule, die immer noch zum Verkauf steht oder ein iPad 32 in Gigabyte. Also alle Möglichkeiten seht ihr hier, was es hier noch gibt. Und da lade ich euch ganz besonders ein, nutzt diese Tauschbörse, bietet an, guckt auch regelmäßig vorbei, fragt auch oder hinterfragt auch. Ich bin mir sicher, dass man hier relativ schnell und zu fairen Konditionen sein neues Wunschgerät bekommen kann. Und wenn auch nicht dauerhaft, dann vielleicht auch nur für ein paar Tage über die Mietmöglichkeit. Unter Termine gibt es branchenspezifische und Apple iPad relevante Termine und Veranstaltungen aus der Region. Personal finde ich sehr interessant, weil hier gibt es die Stellenangebote und die Stellengesuche in der iPad-Welt. Also wir machen auch eine Art Interim-Service. Was heißt Interim-Service? Ihr sucht für euer Unternehmen einen Entwickler oder ihr sucht einen Verantwortlichen, der iPads austragen kann, zu bestimmten, Profilen nur erstellen kann. Das machen wir tatsächlich hier. Zum Beispiel haben wir hier einen Mac-Spezialisten nach Hamburg gesucht und vermittelt für den Mail-Service am Mac. Wir haben Fachkräftemängel in der Games-Branche, einen allgemeinen Bericht natürlich, Personalsuche, der Restore in Oberhausen hat Mitarbeiter gesucht, auch hier haben wir vermitteln können und weitere Dienstleister und Positionen, auch in Apple Store Oberhausen zum Beispiel, wurde ebenfalls gesucht, also alles das findet ihr hier in dieser Gruppe. Ich benutze mal den Zurück-Button, um wieder zurück zu den Foren zu gelangen und möchte mit euch die letzten nochmal schnell durchgehen. Entwickler können sich hier austauschen, was Developer gibt, über diverse Ankündigungen. Wir haben hier Wettbewerber über das iPad. Was gibt es noch zu berichten? Neben dem iPad gibt es ja noch viele, viele andere Tablet-PCs. Wir gucken natürlich immer über den Tellerrand hinweg. Und ihr habt hier die Möglichkeit, Ideen, Vorschläge und Feedback zu hinterlassen. Es gibt Fragen und Antworten und natürlich das interne Moderationsforum, was für das Moderatorenteam vorbehalten ist. Ja, soweit erst einmal die Möglichkeiten im iPad-Blog-Fachforum. Nutzt es, das ist euer Portal, wenn ihr in Xing eingetragen sein solltet. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Raffi Schimanski.